Die Frührückkehrer machen noch einen etwas erschöpften Eindruck, haben sich erst einmal einen Horst in Ortsrandlage gesichert. Alle anderen Storchquartiere sind leer, eigentlich das normale Bild für Mitte Februar. Das Storchenpärchen hat möglicherweise in Frankreich, Spanien oder Südwestdeutschland überwintert, nicht in Afrika. Das würde die frühe Rückkehr erklären. Indem wir mildere Winter haben, können die eben hier weiter im Norden ganz gut ihren Winter verbringen. Und in Spanien, die Überwinterungstradition hat sich dort gebildet, weil dort Nahrung vorhanden ist. Die Störche suchen dort auf großen Mülldeponien oder auf Reisfeldern nach Nahrung. Bürgermeister Helmut Schriever freut sich über die ersten Störche. Denn mit ihnen zieht jetzt auch ganz langsam wieder Leben in das sonst sehr verträumte 750-Seelendorf ein. Im Laufe des Jahres haben wir so circa über Tausende von Besuchern, die hier täglich rumlaufen und die Störche bei der Aufzucht und auch bei den Flugübungen nachher beobachten. Die beiden Störche konnten noch nicht näher identifiziert werden. Versteht, sie gehören nicht zu der Gruppe von 8 Störchen, das das Storchenzentrum Bergenhusen mit GPS-Sendern ausgestattet hat. Der erste Altstorch mit Sender ist allerdings auch schon auf dem Weg in Richtung Norden. Sein Name Hans Albert. Hans Albert hat den Winter bei Madrid verbracht. Dort ist eine große Mülldeponie und auch eine Biokompostierungsanlage. Und da hat er sich den ganzen Winter über aufgehalten. Und er ist am 7. Februar gestartet Richtung Nordosten, Richtung Norden, in Richtung der Pyrenäen. Hans Albert und alle anderen Weißstörche werden spätestens im März in Schleswig-Holstein zurückerwartet.